Hallo, herzlich willkommen zu Hirschhausen zu Haus. Ja, wir sind weiter hier bei den Sommergesprächen. Ich darf euch auch gleich den Jared Diamond als Leckerbissen empfehlen. Ein Universalgenie, das ich in Frankfurt interviewen durfte. Aber ich will heute auch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Denn zu Hause sein heißt für viele, auch für mich, dass wir uns weniger bewegen. Und wo spürt man das dann? Am Rücken. Habt ihr auch Rücken? Das ist nämlich auch das Leitthema, im wahrsten Sinne mit D, das Leitthema bei meinem aktuellen Heft Hirschhausen Gesund Leben. Starker Rücken. Was hilft wirklich? Und in den Kommentaren freue ich mich natürlich auch zu wissen, was euch persönlich geholfen hat. Weil ich immer versuche, auch Gesundheitskommunikation ein bisschen humorvoller zu machen, findet ihr in dem Heft nicht nur eine Geschichte über 10 Jahre Hirschhausens Quiz des Menschen, wo wir jetzt wirklich Jubiläum feiern mit Relevanz und Firlefanz und den schönsten Geschichten hinter den Kulissen, sondern ich habe auch eine Geschichte beigetragen, ein Zwiegespräch mit meinem Musculus Quadratus Lumborum. Und wenn ihr nicht wisst, wo der ist, man denkt gar nicht, dass er so eine zentrale Rolle hat, aber das ist ein Muskel, der bei ganz vielen Rückenschmerzen mit eine Rolle spielt. Und hier ist er es ist eigentlich ein Bauchmuskel, der aber für den Rücken zuständig ist. Klingt komisch, ist aber so. Und deswegen habe ich mich mit ihm unterhalten. Und hier sieht man nochmal, wo der ist, wenn man dann mit einem Skelett im Fitnessstudio auftaucht. Und die Leute im Fitnessstudio haben auch nicht schlecht geguckt, als ich da mit dem Sensenmann mal kurz zum Fotoshooting vorbeikam. Deutschland hat Rücken, aber wir haben auch das Heft dagegen. Das Gespräch heute in der Reihe der Sommergespräche ist mit Jared Diamond. Und das war übrigens in Auszügen auch im letzten Heft vom Hirschhausen Gesund Leben. Nämlich, da sind auch die Fotos entstanden im Frankfurter Senckenberg Museum mit Dinosaurier im Hintergrund. Das war wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Typ. Und wenn ihr denkt, Mensch, da sind in diesen Heften ja doch mehr Inhalte, als ich wusste. Ich lasse mich auch immer überraschen. Ich schreibe ja immer 2, 3 größere Stücke selber. Und den Rest stellt eine wunderbare Redaktion mit Christoph Koch und Katrin Boldebuck und freien Autoren zusammen. Dann könnte jetzt jemand auf den Gedanken kommen, Mensch, ich möchte eigentlich kein Heft verpassen. Und da kann ich sagen, 3 Hefte gibt es jetzt für die Abonnenten von meinem YouTube-Kanal, von Facebook, von Insta, also für meine Fans, für die Hälfte. Schaut mal unter dem Link, da findet ihr die sensationelle Möglichkeit, bei Gruner und Jahr das jetzt zu bestellen. Und dann kriegt ihr die ersten 3 Hefte für, nicht ganz für Umme, aber für die Hälfte. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das auch dauerhaft abonnieren. Genug der Werbung, aber irgendwie muss man sich ja finanzieren. Wenn ich hier seit Anfang der Corona-Krise jede Woche was sende, ohne was dafür zu kriegen, sehen mir hoffentlich auch die kritischeren Geister nach, dass ich ab und an auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen muss. Von irgendwas muss ich ja leben, wenn ich schon nicht auf Tour gehen kann. Die Erde ist aus dem Gleichgewicht geraten. Ich habe mir hier dieses schöne Magnetmodell angeschafft als kleines Gimmick für meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen und auch für Hirschhausen zu Haus, damit hier im Bild mal ein bisschen was passiert. Und da geht das Licht an, wenn das Magnetfeld richtig justiert ist. Und der Gast, den ich heute in meinem Sommergespräch interviewen und euch vorstellen kann, der ist wirklich ganz schön weit rumgekommen. Der war schon in Papua-Neuguinea, das ist so hier ungefähr, da hat er sich ganz viel mit den indigenen Völkern dort auseinandergesetzt, hat die beforscht. Und eine seiner etwas erschreckenden Aussagen ist, dass die mit Krisen besser hinkommen als Menschen in Städten. Auch darüber wird es noch gleich im Sommergespräch gehen. Er ist eigentlich in den USA Wissenschaftler, ist Professor für Geologie und für alles Mögliche. Er ist wirklich ein Universalgenie, Jared Diamond. Und ich habe ihn getroffen hier in Frankfurt im Senckenberg Museum.
Und da kann man das Aussterben der Arten im Museum wunderbar in den Kästen erleben. Und das Museum ist eine der großen Forschungsstätten auch für den Wert von Artenvielfalt. Und ich schalte jetzt sozusagen um nach Frankfurt zu Jared Diamond, der sich Deutsch beigebracht hat. Und deswegen dürfen wir dieses Interview auch auf Deutsch führen. Ab und an schlüpft ein englisches Wort rein, aber es gibt nicht nur alte weiße Männer, es gibt auch alte weise Männer. Viel Freude. Der Ort könnte nicht passender sein. Wir sind hier im Senckenberg Museum. Lauter Arten und ein ganz besonderer wissenschaftlicher Geist, den ich heute hier interviewen darf. Jared Diamond, der in seinem neuen Buch Krise, wie Nationen sich erneuern können, darüber nachdenkt, was persönliche Krisen und auch die Krisen von Nationen bis hin zu den großen Weltkrisen, Klimawandel, Atomkrieg und ökologische Verwüstung mit uns machen und wo es Möglichkeiten gibt, ein bisschen hoffnungsvoll vielleicht auch in die Zukunft zu schauen. Ich freue mich sehr, dass Sie auf Ihrem Weg durch die Welt hier in Frankfurt kurz Pause machen und uns zur Verfügung stehen für ein Gespräch. Jared Diamond. Es freut mich immer wieder in Deutschland mich zu befinden. Woher kommt es denn, dass Sie Deutsch sprechen? Oh, meine Mutter war für Sprachen begabt. In der Schule habe ich zuerst Lateinisch, Griechisch, Französisch. An der Uni wollte ich die deutsche Sprache studieren, aber mein lateinischer Lehrer hat mir gesagt, die deutsche Sprache ist so furchtbar schwierig. Du kannst auch die ersten Kurse nicht mitmachen, wenn du die deutsche Sprache nicht vorher studiert hast. Also habe ich die Grammatik mit meinem Bruder gelernt, dann mit zwei Flüchtlingen aus Litau habe ich die deutsche Sprache im Sommer geübt und dann im Jahr 1961 bin ich nach Deutschland übersiedelt. Ich wohnte in München. Warum Deutschland? Die deutsche Sprache, deutsches Bier, deutsche Weine, Bach, Beethoven, Brahms, in den Alpen klettern. Damals war Hans Hörter Dirigent des Münchner Staatsoper. Es war also ein wunderbares Jahr und auch in Deutschland habe ich teure Freunde, die ich 60 Jahre kenne. Jetzt bei diesem deutschen Besuch bin ich zuerst zum Ammersee gegangen, wo ich meine Freunde aus dem Jahr 61 kennengelernt habe. Wir kennen uns jetzt 58 Jahre und dann vorgestern war ich in Bonn, wo ich meine deutsche Freundin aus dem Jahre 1916 gesehen habe. Also, was mag ich in Deutschland? Die deutsche Sprache und ganz besonders meine deutsche Freunde. Sie scheinen die deutsche Kultur besser zu kennen als die deutsche, ihre eigene Kultur. Das macht es so faszinierend, mit Ihnen zu sprechen, weil Sie auch in Ihrem Buch über die Krise Deutschland auch im Nachkriegsdeutschland hervorheben als ein Beispiel, wie auch Nationen sich dadurch, dass sie ihre Geschichte annehmen und auch sagen, die Krise, die damit verbunden ist, erstmal deutlich aussprechen, wieder Möglichkeiten geben, daraus zu lernen und daraus hinauszuwachsen. Wenn, für wie überlebensfähig halten Sie die Deutschen denn im Moment, wenn Sie sagen, viele Nationen sind sozusagen kurz vor dem Kollaps? Haben wir als Nation noch eine Chance, weil unsere Demokratie gerade auch nicht mehr ganz so stabil ist, wie sie schon mal war? Vielleicht Sie, vielleicht eher mehr als während der Vereinigten Staaten. Mich hat sehr imponiert, dass seit dem Zweiten Weltkrieg sämtliche Bundeskanzler Deutschlands hervorragend sind. Ihr habt nicht einen einzigen Bundeskanzler gehabt, der nicht hervorragend war. Alle. Während in den Vereinigten Staaten. Ja, wir haben einige gute, wir haben einige schwache und jetzt haben wir einen, der zum ersten Mal in der Geschichte haben wir einen Präsident, der übel, nicht schwach, sondern übel ist. In Deutschland nach dem Kriege, vor dem Krieg, nach dem Kriege, ihr habt nicht Glück gehabt. Ihr weißt, wie für einen guten Mensch oder eine gute Frau zu stimmen. Und das wissen wir in den USA nicht.
Woran liegt das, dass wir Deutschen das besser hinkriegen im politischen System? Gut, das ist eine gute Frage. Besonders weil die Vereinigten Staaten weit mehr Erfahrung mit der Demokratie haben als in Deutschland. Wir haben eine Demokratie vom Jahre 1783 an und in Deutschland eine Demokratie, die eigentlich funktioniert, nur seit dem Zweiten Weltkrieg. Warum vielleicht Respekt vor der Erziehung in Deutschland mehr als in den Vereinigten Staaten? Auch das Wahlsystem in den Vereinigten Staaten ist korrupter. Viel Gelder werden ausgegeben in Deutschland. Ich habe den Eindruck, wenig, während in den Vereinigten Staaten ein Wahlkampf kostet mehr als 1 Milliarde Dollar. Die nächste Wahl kommt bei uns im Jahre 2002 vor. Und wir sind schon mitten im Wahlkampf. Es dauert. 2020 meinen Sie? 2020. Ja, genau. 2020. Die Wahlkampf bei uns dauert fast ewig. Ja. In England und in Frankreich nach dem Gesetz darf ein Wahlkampf nur 3 Wochen dauern. Und in England darf man nicht mehr als 1 Million Pfund für einen Sitz im Unterkammer ausgeben. Während in Kalifornien, um Gouverneur von meinem Staat zu werden, hat eine Frau, die dort die Wahl verloren hat, sie hat 150 Millionen Dollar ausgegeben für einen fehlgeschlagenen Wahlkampf. Wir wollen nicht nur über Politik reden, sondern auch über all die anderen Themen, auf denen Sie sich auskennen. Sie haben Physiologie gemacht, Sie kennen sich mit der Gallenblase aus, Sie kennen sich mit der Geografie aus, als eine der Erklärungsmöglichkeiten auch für Arm und Reich, für die Unterschiede in den verschiedenen Kulturen. Und jetzt eben das neue Buch Die Krise. Also ein englischer Komiker hat mal gesagt, man soll nicht Trump mit Hitler vergleichen. Trump hätte nie ein Buch geschrieben. Das ist gemein, aber stimmt. Trump hat nie ein Buch, nicht geschrieben, sondern nicht gelesen. Hat Hitler ein Buch gelesen? Wahrscheinlich. Ich habe ein Wort bei Ihnen gelernt, das kannte ich noch nicht. Das ist konstruktive Paranoia. Ach, ja. Ist das Ihr Vermächtnis, Ihre wichtigste kulturelle Erfindung? Erzgesetz meines Lebens. Ich habe konstruktive Paranoia, heißt, an allem zu denken, was schiefgehen könnte. Und man muss so in Neuguinea erfahren, weil viel schiefgehen kann und es kann tödlich sein. Ich habe konstruktive Paranoia gelernt nach einem Unfall mit einem Boot, der mir fast das Leben gekostet hat. Und am nächsten Tag traf ich einen Amerikaner, der dasselbe Boot nicht genommen hatte. Der hat also ohne Schwierigkeit überlebt, ich beinahe nicht. Und ich habe eingesehen, der hat sich das Problem gespart, der guckt das Boot an und meinte, das Boot ist gefährlich. Es war mein Fehler. Und seitdem denke ich immer daran, was schiefgehen kann. Meine Frau, meine Kinder machen sich darüber lustig und öfters ab und zu auch zornig, weil ich ständig darüber denke, was schiefgehen kann. Aber in Neuguinea anders liebt man nicht. Ja, Sie sind jetzt über 80 Jahre alt geworden, also scheinbar hat das mit der konstruktiven Paranoia gut funktioniert. Eben, ja. Also ich lebe noch. Dazu gehört Glück, dazu gehören die Genen, dazu gehört, wie man sich benimmt. Wenn ich in Los Angeles bin, gehe ich 2-3 dreimal in der Woche in den Sportspalast und mache die Übungen.
Ach, wirklich? Ja, klar. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ja, klar. Ja. Meine Frau und meine Kinder heben größere Gewichte als ich auf, aber ich bin einigermaßen respektabel. Die konstruktive Paranoia macht einen aber nicht beliebt, oder? Wie reagieren andere Menschen, wenn sie sich immer über Gefahren im Voraus informieren? Bei der Familie bestimmt mag es mich nicht geliebt. Meine Kinder machen sich lustig darüber, wenn ich nach dem Flughafen rechtzeitig ankommen möchte, sagen die Kinder, Daddy, warum bist du nicht gestern Abend schon am Flughafen? Aber ich habe einige Erfahrungen gemacht. Mein erstes Ehe ist beinahe geplatzt, weil ich spät am Flughafen war. Ich habe zwei Freunde, bei denen die Ehe geplatzt sind, weil sie einen Flug vermisst haben. Also es lohnt sich, rechtzeitig am Flughafen zu sein. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Menschen sind nicht besonders gut darin, Risiken einzuschätzen, weil zum Beispiel viele Leute sagen, ich möchte nicht mit meiner Familie zusammen in einem Flugzeug sein, fahren aber mit dem gleichen Auto zum Flughafen, obwohl die Gefahr im Auto viel höher ist als im Flugzeug. Eben, ja. Und deshalb mag ich mir kein Bedenken darüber, mit meiner Frau in einem Flugzeug zu fliegen. Und auch was die Fahrerei mit dem Wagen angeht, fahre ich nicht getrennt in einem Wagen und meine Frau in einem anderen Wagen. Wir fahren vorsichtig nur. Ich frage mich tatsächlich, ich habe ja auch Medizin gemacht und ein bisschen was über unsere Sinne gelernt, ob unsere Sinne gut dafür sind, das Überleben zu sichern. Wir sind jetzt hier vor lauter aussterbenden oder ausgestorbenen Arten. Das Risiko, dass wir im 21. Jahrhundert auch das letzte gute Jahrhundert für die Menschen haben, haben Sie einmal beziffert mit, Sie glauben, sagen, es ist ungefähr 50-50, dass wir das überleben überhaupt dieses Jahrhundert. Kann es sein, dass wir Risiken nicht nur beim Flughafen und beim Auto grundsätzlich falsch einschätzen, weil wir für das direkte Überleben gemacht sind, aber nicht langfristige Zeiten gut überschauen als Menschen? Ja, die Risiken sind klar. Was sind die Risiken für die Menschheit? Erstens, das, was die meisten Menschen in der kürzesten Zeit umbringen könnte, wäre ein Atomkrieg. Und Atomkrieg ist gut möglich, zwischen Indien und Pakistan beispielsweise. Oder wenn Terroristen eine Atombombe entweder von Pakistan oder von Nordkorea kriegen. Die Terroristen haben es versucht zur Zeit des Angriffs auf die Türme in New York. Damals ist es ihnen nicht gelungen, aber bestimmt versuchen sie es nochmal. Also das ist das eine Risiko, das uns alle in kurzer Zeit umbringen könnte. Zweites Risiko natürlich Klimawandel. Drittes Risiko, dass wir die Naturressourcen nicht auf die Dauer handhaben. Es besteht das Risiko, dass Wälder und Süßwasser und Fischbestand und fruchtbaren Boden wir benutzen und nicht auf die Dauer aufhaltbar. Und dann viertens die Ungleichheit in der Welt. Es gibt reiche Länder und arme Länder. Jetzt haben die armen Länder die Möglichkeit, in der Vergangenheit, ein armes Land konnte nicht gegen ein reiches Land tun. Jetzt kann ein armes Land Terroristen unterstützen, ohne das Willen. Die Krankheiten, beispielsweise die tropischen Krankheiten in armen Ländern, wo es nicht gute Systeme der öffentlichen Gesundheit gibt, die Krankheiten wie
Malaria und Ebola und Marburg taugen und Chikungunya taugt in Italien auf, weil in Italien es ja ein gutes System für die Gesundheit gibt, aber in Uganda nicht. Wir hatten gerade West-Nil-Virus in Deutschland. Oh, West-Nil-Virus haben wir jede Menge in den USA, und zwar da ich die Vögel beobachte. Mhm. Die größten Veränderungen im Vogelbestand in den Vereinigten Staaten in den letzten 20 Jahren hängt von dem West-Nil-Virus ab. Besonders die Krähe und die Häher und viele andere und die Storen, viele andere Vögel greift diese Virus an. Die Menschen selten, aber es gibt allerlei das als Ergebnis der Ungleichheit um die Welt uns mit Krankheiten bedroht. Also die Ungleichheit bedroht uns durch Unterstützung für Terroristen und Krankheiten und dann natürlich Auswanderung, das nicht aufzuhalten. Ja. Ja. Das klingt nicht sehr optimistisch. Auf der einen Seite, ja, gibt es viele Gründe für Pessimismus. Auf der anderen Seite Gründe für Optimismus. In den letzten 15 Jahren, die großen Geschäfte, die großen Firmen, die in der Vergangenheit gar nicht um die Umwelt kümmerte. Die großen Ölgeschäfte wie Chevron. Ich habe in Neuguinea 10 Jahre mit Chevron gearbeitet. Es ist erstaunlich, wie vorsichtig Chevron mit dem Land Neuguinea geht, weil Chevron hat eingesehen, sie verlieren ungeheuer viel Geld, wenn Öl auf den Boden kommt. Und Walmart, meine Frau und ich, wir haben ein gutes Verhältnis. Wir können fast alles diskutieren mit 2 Ausnahmen. Und eine Ausnahme ist Walmart. Meine Frau will nicht irgendwas Gutes über Walmart hören. Tatsache ist, dass Walmart sehr, sehr vorsichtig das mit dem Essen geht. Walmart verliert nur 2% des Essens, das zum Verkauf steht. Ach, wirklich? Während in der ganzen Welt etwa 30% oder die Hälfte des Essens verloren geht. Walmart ist sehr, sehr vorsichtig. Bekommen Sie Geld von denen? Nein. No conflict of interest. Ich werde nicht von Walmart bezahlt. Ihre Frau spielt ja auch in ihrem aktuellen Buch Krise eine große Rolle, weil sie sich als klinische Psychologin auch mit der Frage beschäftigt, wie Menschen ihre persönlichen Krisen meistern können, wann sie daran zerbrechen, wann sie daraus gestärkt hervorgehen. Und Sie haben dann in Ihrer Tradition als Querdenker gesagt, Mensch, könnte man aus diesem Modell nicht auch etwas machen für Nationen? Und kann man das denn so machen, dass ein Mensch sozusagen Modell ist für eine ganze Nation? Ist dieser Vergleich möglich? Ja und nicht. In einigen Fällen ist es klar und einfach und in anderen Fällen unmöglich. Beispielsweise ein Fall, wo es unmöglich ist, die Länder haben Führer. Ein einzelner Mensch hat keinen Führer. In den Ländern sind viele Gruppen, die diskutieren, besprechen müssen. Für einen einzigen Mensch ist das nicht der Fall. Aber in anderen Fällen, wenn ein einzelner Mensch ein Problem, eine Krise hat, öfters hilft es, mit Freunden zu diskutieren, Unterstützung, emotionelle und materielle Unterstützung von Freunden zu kriegen. Aber Länder auch. Länder kriegen oder nicht kriegen Hilfe von anderen Ländern oder Vorbilder. Wenn ein Mensch eine Krise hat, hilft es öfters, einen anderen Mensch als Vorbild dafür zu nehmen, wie ein anderer Mensch eine ähnliche Krise
gelöst hat. Beispielsweise, als mein erstes E geplatzt ist, in den nächsten zwei Tagen, sprach ich mit fünf Freunden, Männer, fünf Freunden. Für alle fünf, die E hatten Schwierigkeiten gehabt. Bei zwei ist es zu einer Scheidung gekommen. Und zuerst fühlte ich besser, weil ich einsah, dass ich nicht allein war. Aber auch dienten sie mir als Vorbilder, wie man ein E besser führen kann, mit dem Ergebnis, dass nach diesen Vorbildern mein zweites E sehr glücklich ist. Also es gibt Fälle, wo man direkt vergleichen kann, und in anderen Fällen dient der einzelne Mensch nur als Metaphor. Beispielsweise der einzelne Mensch, die Psychologen sprechen von Stärke des Ego. Ein Land hat keine Stärke des Ego, aber ein Land hat nationale Identität. Und Stärke des Ego dient als Metaphor für nationale Identität. Tatsache ist, dass die Storke, die mein Buch diskutiert haben, öfters hören die Storke sofort auf, wenn sie an der zweiten Seite lesen, dass ich etwas mit dem Vergleich zwischen persönlichen Krisen und nationalen Krisen, und die lesen nicht weiter, und sie sagen, ja, das Buch stimmt. Aber ich gehe sehr vorsichtig. In einigen Fällen sind die Parallelen sehr nah, und in anderen Fällen existieren gar nicht. Wenn Sie jetzt über Ihre Ehe so offen sprechen, bin ich ja doch neugierig. Ich wüsste gerne, meine Frau war schon mal verheiratet. Ich habe länger gewartet und ich bin das erste Mal verheiratet. Haben wir jetzt auch eine Chance, wenn Sie sagen, man braucht eigentlich mindestens eine Ehe, um zu wissen, wie es funktioniert? Was kann man in der zweiten Ehe besser als in der ersten? Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Stimmt es, dass die zweiten Ehe glücklicher im Durchschnitt sind als die ersten Ehe? Und das ist nicht der Fall. Ja. Erklärung dafür ist, dass einerseits viele lernen vom ersten Ehe, was schiefgehen kann, und es das zweite Mal besser machen. Meine Frau war auch einmal verheiratet und ich auch. Wir alle beide haben dadurch gelernt, ja, streiten ist schwierig und fürchterlich, aber nicht streitend auf die Dauer ist noch schwieriger. Das haben wir gelernt. Andererseits aber gibt es Menschen, die nicht wissen, wie ein Ehe fortzuführen, und die nicht lernen kann. Die heiraten also wieder und immer wieder, mit dem Ergebnis, dass bei den zweiten Ehen in manchen Fällen geht es besser und in anderen Fällen wiederholt der Mensch dieselben Fehler. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie in Papua-Neuguinea viele Ihrer Eureka-Momente hatten. Dass Sie dort versucht haben zu verstehen, wie auch Kulturen resilient werden gegen Umweltveränderungen. Und eine Umweltveränderung, die ich sogar hier in der Tasche habe, ist ja das Mobiltelefon. Und Sie sagen, dass Menschen in Papua-Neuguinea ihre Kinder viel mehr Face-to-Face-Kommunikation lernen, und wir, wenn man jetzt hier, wir sind gerade in Frankfurt, im Zug fährt und in der U-Bahn, sind ganz viele Leute nur sagen Face-to-Interface. Ja. Was macht das mit uns, ja, wenn man zum Beispiel gut streiten lernen will? In Neuguinea ist es nicht das mehr Kommunikation Gesicht zu Gesicht. Alles in der Vergangenheit war Gesicht zu Gesicht, weil es Radio nicht gab, es Telefon nicht gab. Alle Gespräche waren direkt, und so haben die Neuguineer gelernt, das Gesicht abzulesen und die Stimme abzulesen und die körperlichen Bewegungen abzulesen, mit dem Ergebnis, dass wenn ich in Neuguinea bin und ich muss verhandeln, beispielsweise um Träger zu finden, verhandle ich
mit Kindern von 5 oder 10 Jahren. Und die sie verhandeln geschickt, weil sie viel Erfahrung haben. Dagegen in den USA, besonders in den USA, aber auch in Europa und in Japan, die große Mehrheit der Kommunikation sind nicht direkt, sondern entweder mit dem iPhone oder einfach mit dem Telefon oder wir lesen, wir schreiben und wir lesen. Es gibt wenig direkt. Und deshalb in den letzten 50 Jahren lernen die jungen Leute immer weniger, wie ein Verhältnis zu führen. Ich bin wirklich, für mich ist ein Schock zu sehen, wie die Freunde meiner Söhne, wie sie nicht die einfachsten Dinge verstehen, wie ein Verhältnis zu führen. Beispielsweise ein von meinen zwei Zwillingen, der hat eine Freundin, 3 Jahre, also ein gutes Verhältnis. Der dachte daran, dass vielleicht am Ende sie heiraten. Und dann plötzlich, sie war auf der Ostküste eher in Kalifornien, plötzlich eine Nacht um 2 Uhr in der Früh kam mein Sohn zu uns im Schlafzimmer weinend. Warum? Weil die Freundin, ohne ihn darauf zu vorbereiten, die Freundin per SMS hat das Verhältnis gekündigt. Wusste gar nicht, wie ein Verhältnis zu führen. Noch ein Beispiel in Japan. Wir haben japanischen Verwandten, meine Frau. Und unsere japanische Cousine hat uns erzählt, in Japan, 50 Jahre her, waren die meisten Ehe arrangiert durch ein Mittelmensch. Heute nicht mehr. Aber in diesen 50 Jahren haben die Japaner auch die iPhones und so angewandt. Sie haben also nicht gelernt, wie ein Verhältnis zu führen. Und meine Cousine war einmal in einem Restaurant in Japan. Da waren 2 gut angekleidet, ein junger Mann, eine junge Frau, gut angekleidet. Und sie behandelte sich ein bisschen verschämt. Und es erschien, das ist das erste Treffen. Und dann hat meine Cousine gesehen, sie sprechen nicht. Die gucken hinab. Und dann hat meine Cousine eingesehen, der eine schickt ein SMS über den Tisch und dann die andere erwidert mit einem SMS, weil sie so schüchtern waren und wussten nicht, miteinander zu sprechen. Das ist ein extremer Fall. Aber man schätzt, dass in den USA der durchschnittliche Amerikaner 80% der Zeit vor einem Scheren sitzt und wenig Erfahrung mit dem direkten Gespräch. Ja. Mich beschäftigt sehr diese Aufzählung von den großen Risiken, auf die wir hinsteuern als Menschheit. Sie haben erwähnt, Atomkriege sind möglich. Wir haben uns in den 80er Jahren darüber viel mehr Sorgen gemacht als heute, aber die Gefahr ist eigentlich nicht besser geworden. Also es ist mindestens genauso gefährlich heute wie vor 30, 40 Jahren. Aber wir merken es nicht. Und ich frage mich auch, Sie haben sich auch viel mit Evolution von Menschen beschäftigt. Wenn Sie erzählen, in persönlichen Beziehungen lernen wir durch Versuch und Irrtum, wir machen es bei der zweiten Ehe vielleicht besser als in der ersten. Wir haben Krisen vor der Nase, wo wir keine zweite Chance kriegen können. Wo wir also keine Lernkurve, kein Lernen durch Versuch und Irrtum machen können. Wie gut sind unsere Sinne? Also ein Beispiel, die Atmosphäre, die über uns ist, bestimmt, dass wir im ganzen Universum auf dem Planeten Erde leben können. Und wenn wir in den Himmel gucken, dann ist das scheinbar unendlich. In Wirklichkeit ist sie aber sehr, sehr dünn, die Atmosphäre. Die ist so dünn wie die Haut von einem Apfel.
Und deswegen denken wir, ach, wir können noch ein bisschen fossile Brennstoffe da hochschicken, das wird sich verdünnen. Das ist so ein bisschen wie ein, wenn Menschen rauchen und dann sehen sie den Rauch, dann machen sie so mit der Hand und denken, jetzt ist der Rauch weg. Nein, er ist nur verdünnt. The solution for pollution is dilution. Aber der Dreck ist da und tötet uns. Es gibt eine berühmte Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie stimmt. Wenn man einen Frosch in ein heißes Wasserglas setzt, dann macht er einen großen Leap und ist raus. Wenn man ihn aber in kaltes Wasser macht und das Wasser wärmer wird, dann verpasst er den Moment zu springen. Sie sind, haben auch viel Biologie und Medizin und Physiologie alles gelernt. Ist das plausibel, diese Geschichte? Ja, es stimmt. Man spricht, unter den Ökologen spricht man von Creeping Baseline, also so eine schleichende Grundlinie. Schleichende Grundlinie. Und so ist beispielsweise so ist mit dem Klimawandel und mit den Temperaturen, die steigen. Wenn plötzlich auf ein Jahr bis zum nächsten Jahr die Temperatur um 10 Grad steigen würde, würde es kein Zweifel darüber geben. Aber Tatsache ist, dass die Temperatur sehr langsam steigt. Mit dem Ergebnis, dass 30 Jahre her fingen einige Wissenschaftler daran zu erkennen, dass die Temperatur steigt. Aber es steigt so langsam, dass erst vor 5 Jahren hat die Mehrheit der Bürger in den Vereinigten Staaten zugegeben, dass die Temperatur steigt. Aber heutzutage, die Mehrheit im Kongress, besonders unter den Republikanern, hat es nicht zugegeben. Beispielsweise die Politiker, besonders republikanische Politiker, sagen, ja, man spricht von höheren Temperaturen. Aber in New York letztes Jahr gab es Schnee. Es war sehr kalt. Ja, richtig, es war sehr kalt. Aber mit der Wärme ist es auch der Fall, dass die Schwankungen größer werden. Ich habe gehört, dass in Deutschland und in Europa in den letzten paar Jahren es ein sehr kaltes Jahr gewesen ist und auch im letzten Sommer ein sehr, sehr heißes Jahr. Ja. Das alles macht es schwierig, sich davon zu überzeugen, dass wirklich allmählich die Temperatur steigt. Dafür brauchen wir auch Wissenschaft, weil unsere eigenen Sinne nicht gut immer darin sind, solche Veränderungen zu erkennen. Und wenn man versuchen will, Unsinn und Sinn zu trennen, braucht es dazu eine feste Methodik und ein vorher festgelegtes Vorgehen, nach welchen Spielregeln man aus den Daten dann Theorien ableiten will. Aber auch dieses wissenschaftliche Denken steht im Moment unter Beschuss. Besonders in den Vereinigten Staaten. Und es ist schwierig zu verstehen, warum in den Vereinigten Staaten, die doch weltführend für die Wissenschaft und für die Technologie sind, warum der Widerstand gegen Wissenschaft in den Vereinigten Staaten stärker ist als in Europa. Vielleicht hat es damit zu tun mit der Religion in den Vereinigten Staaten, die mehr herkömmlich ist. Es gibt bei uns viele sehr konservative Religionen, die gegen die Wissenschaft sind. Aber heutzutage, ein Beispiel, ein trauriges Beispiel, ist, dass vor etwa 3 Wochen gab es einen Orkan auf der Ostküste der Vereinigten Staaten, Florida, Georgia, auf der Ostküste. Und unser Präsident Trump hat die Idee gewonnen, der Orkan droht auch den Staat Alabama, der doch 1000 Kilometer von der Ostküste weg ist. Und der Trump hat gesagt, also ihr Bürger Alabama, passt auf. Die Regierungswette, das Regierungswettamt in Alabama wollte nicht, dass die Leute
Panik erleiden und hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Der Orkan kommt gar nicht nach Alabama. Und der Trump hat Befehl gegeben, dass das Regierungswetteramt darf nicht, unglaublich, über die Orkane sprechen, weil sie ihn gegengesprochen haben. Das ist ein direktes Beispiel, wie unser Präsident die Wissenschaftler verschweigen. Das ist ein ähnlich trauriges Beispiel in Brasilien, wo auch Wissenschaftler gesagt haben, der tropische Regenwald wird angezündet und verbrennt gerade. Und da hat auch der brasilianische Präsident gesagt, nein, die dürfen das nicht behaupten, das ist gar nicht die Wahrheit. Also wir leben in verrückten Zeiten, wo Dinge, die offensichtlich sind, die evident sind, verneint werden und gleichzeitig die Menschen sich auch durch die Kultur mit den digitalen Interfaces immer mehr so ihre eigene Welt machen. Ja. Was hilft dagegen? Also was hilft, wir brauchen im Moment ganz viel internationale Kooperation und erleben gleichzeitig, dass sowohl Wissenschaft, die auch immer auf Kooperation international funktioniert hat, es schwierig hat, dass die Briten aus der EU raus wollen, Trump will aus dem Paris-Abkommen raus. Wir erleben eine Schwäche der Vereinten Nationen und so weiter und so fort. Also alles, was diese Welt zusammenhalten könnte und eine gemeinsame Vision begründen könnte, sieht gerade nicht danach aus, als wenn das gelingt, uns sozusagen wie ein Moonshot damals 1969 zu sagen, fighting climate change must be the highest priority for everybody. Ja. Eines, was dagegen hilft, ist, dass die Wissenschaftler darüber sprechen. In den USA die meisten Akademiker, die meisten an den Unis sprechen nicht zum Publikum. Sie glauben, ein Wissenschaftler, der zum Publikum spricht, der tut es nur, weil seine Laufbahn fertig ist. Der tut es, um Geld zu gewinnen. Der beschmutzt sich. Also der erniedrigt sich, für das Publikum zu sprechen, aber um Gottes Willen, wenn das Publikum die Wahrheit, weil die Wissenschaft ist einfach die Wahrheit, wenn das Publikum die Wahrheit nicht versteht, dann ist es mit uns aus. In den Vereinigten Staaten gibt es also einen Widerstand. Es gibt bei uns viele Wissenschaftler, die doch zum Publikum sprechen, versuchen, aber es gibt Widerstand. Ich habe den Eindruck, dass in Europa, in Deutschland, es weniger Widerstand gibt, aber auch viel weniger Wissenschaftler gibt, die es überhaupt versuchen, die Dinge dem Publikum zu erklären. Andererseits in Deutschland, die Angela Merkel, glaube ich, sie hat die Doktorarbeit getan. Und sie heißt die Frau Doktor. Ich bin sehr beeindruckt worden, als ich im Jahre 1961 in München wohnte, habe ich einen Wahlkampf besucht, eine Besprechung der CDU. Und der Kandidat hieß Doktor jemand. In den USA ist das unmöglich. Wenn man Doktor ist, schenkt man sich. Man kann kein Politiker werden, der Bill Clinton, William Jefferson Clinton, nein, der heißt Bill Clinton, der Al Gore, der heißt Al Gore. Die Politiker bei uns, die Politiker müssen sich erniedrigen zum Boden, dürfen nicht als Doktor angeredet werden. Das ist Ihnen ja auch passiert, dass Sie angegriffen wurden, weil Sie sich über viele verschiedene wissenschaftlichen Disziplinen interessiert haben. Braucht es mehr Leute wie Sie, die eigentlich, also ein Beispiel aus der Politik. Wir hatten in Deutschland ein Klimakabinett, das waren verschiedene Departments der Politik, die sich über
die Klimakrise und politische Möglichkeiten der Lösung unterhalten sollten. Und die Probleme sind so komplex, dass sie gar nicht in ein Ressort fallen. Also es hat was zu tun mit Landwirtschaft, es hat was zu tun mit Mobilität, es hat was zu tun, wie viel Energie verbraucht ein Haus, kann man besser heizen, kann man Solarpanels installieren. Es hat damit zu tun, wie Menschen mit gesundheitlichen Problemen umgehen. Sie haben erwähnt, Allergien und Seuchen und Infektionskrankheiten kommen zurück. Aber jede einzelne Ministerin oder Minister arbeitet sozusagen für sein Fach. Es fehlen eigentlich Menschen wie Sie, die einen größeren Blick haben. Und auch in der Wissenschaft sehe ich eher das Gegenteil, dass die Menschen immer mehr von einer Sache verstehen. Und deswegen denke ich, zum Glück haben Sie die Gallenblase nicht zu Ihrem Lebensinhalt gemacht. Das war aber kurz davor, oder? Ja, ich war Weltexpert für die Gallenblase. Ich habe meine Doktorarbeit, am Anfang wollte ich Medizin studieren, wie mein Vater. Und dann habe ich Physiologie studiert. Ich machte meine Doktorarbeit an der Universität von Cambridge mit der Gallenblase. Die Gallenblase ist ein einfacher Organ, nicht so wichtig. Man kann gut ohne Gallenblase leben. Aber die Gallenblase liefert uns ein Vorbild, wie die Nieren und wie der Dünndarm und wie der Magen funktioniert. Also ich war Weltexpert, ich machte gute Laufbahn, ich wurde Professor an der Universität von Kalifornien. Und dann im Jahre 87 sind meine Zwillingskinder geboren. Und als sie geboren wurden, habe ich angesehen, man spricht davon, was im Jahre 2050, wie die Erde sein wird. Im Jahre 2005, der Meeresspiegel steigt, die Regenwälder und so weiter. Aber für mich, bevor die Kinder geboren worden sind, das Jahre 250 ist ein Einbildungsjahr, existiert gar nicht, weil ich Jahrgang 1937 bin. Ich lebe nicht im Jahre 2050. Aber wenn als meine Kinder geboren wurden, habe ich angesehen, das Jahr 2050 ist ein wirkliches Jahr. Meine Kinder werden 63 Jahre alt im Jahr 250. Und die Welt meiner Kinder helfe ich nicht mit der Gallenblase. Ich muss etwas anderes tun. Und von dort an fing ich allmählich an, mich von der Gallenblase wegzunehmen. Und schließlich im Jahr 2002 bin ich von der Schule für Medizin bei uns in die Abteilung Erdkunde umgezogen. Und das war sehr schwierig. Die Professorentitel an der Uni, man kann nicht überall laufen und rumlaufen und sagen, ja ich habe die Titel, ich bin Professor für die Gallenblase, aber Abteilung für Linguistik, ich möchte hier Professor werden. Es geht so. Und es dauerte 2 Jahre, bis der Präsident, der Kanzler unserer Universität, es ihm gelungen ist, mich aus der Schule für Medizin zu reißen und in die Abteilung Erdkunde rüberzubringen. Aber seitdem habe ich mein Labor zugestellt und ich schreibe Bücher für das Publikum. Und dafür werde ich unter mehreren amerikanischen Wissenschaftlern gehasst, weil diese Gallenblase-Expert, warum spricht er von den Problemen der Gesellschaft? Lieber bemüht er sich mit der Gallenblase. Sie haben immer noch einen Einfluss auf die Gallenblase, weil der Gallbladder ist exploding. Die Griechen dachten noch, die Seele sitzt in der Gallenblase. So Melancholie und Choleriker, das kommt daher. Sie haben gesagt, die Kinder waren für Sie so ein Aha-Moment, zu sagen, ich möchte mich um die großen Fragen der Menschheit kümmern. Haben Sie auch schon Enkel? Haben Sie Großkinder?
Insoweit ich weiß, nein. Nein? Also ich glaube, unsere Kinder wurden sagen, von den zwei Zwillingen, ein hat eine Freundin, ein gutes Verhältnis. Wir sehen, was daraus kommt. Aber insoweit wir wissen, und wahrscheinlich ist es wahr, nein, wir haben noch nicht Enkelkinder, obgleich wir natürlich mögen. Der Lancet Climate Countdown ist diese Woche herausgekommen und die haben sozusagen die Lebenschancen von einem Kind, was heute geboren wird, analysiert. Mhm. Und haben gesagt, ein Kind, das heute geboren wird, hatte theoretisch gute Chancen, 100 Jahre alt zu werden. Mhm. Gleichzeitig, wenn dieses Kind so alt wäre wie ungefähr 70, ist die Chance, dass diese Erde unbewohnbar wird, weil sie einfach 4-5 Grad heißer ist als jetzt, mit allen Konsequenzen, mit Massenbewegung, mit Bürgerkrieg, mit viel, viel Konflikten, die ist sehr hoch. Und auf der anderen Seite könnte man auch hoffen, dass dieses Kind erlebt, wenn es 20 ist, also 2040, dass wir wegkommen von Kohle, von Erdöl, von Erdgas. Ich glaube, es muss so konkret sein, weil das Menschen es bewegt, was mit der Erde passiert. Weil wie es bei Ihnen auch in der Biografie war, in dem Moment, wo Sie Kinder haben, interessiert einen die Zukunft. Und in dem Moment, wo man das konkret macht, wünscht sich ja jeder Mensch, egal ob er Demokrat oder Republikaner oder Christ oder Atheist oder Wissenschaftler ist, man wünscht sich doch immer, dass es die Kinder besser haben als man selber. Und deswegen ist die Frage, gibt es irgendein Bild, wo wir hin könnten? Also im Moment, wenn man ihr Buch liest und auch die Szenarien sich anschaut, wir haben Riesenprobleme. Und Probleme machen die Menschen eher betroffen. Und sie sagen ja auch, eine der ersten Aufgaben in der persönlichen Krise ist acknowledging that you are in a crisis. Ja. Also zu sagen, Houston, wir haben ein Problem. Ja? Und dieser Schritt, der ist noch nicht passiert. Auf eine Art und Weise ist es, glaube ich, auch das, was die Jugendlichen von Fridays for Future so wütend macht, dass keiner von den Politikern sich bisher hingestellt hat und gesagt hat, verdammt nochmal, wir sind in einer absoluten beschissenen Situation. Und solange diese Wahrheit nicht ausgesprochen wird, fehlt auch der nächste Schritt, dass man dann sagt, wenn das so ist, dann haben wir auch bestimmte Möglichkeiten, an den Maßnahmen etwas zu ändern. Wer könnte denn das mal aussprechen? Wer müsste denn mal laut sagen, yes, we are in a crisis? Wir alle. Ja, einerseits gibt es ja Grund zum Pessimismus. Pessimismus, warum? Weil die Bevölkerungszahl steigt, das Konsum steigt, die Last auf der Erde steigt. Das ist die Great Acceleration. Ja, ja. Das ist Grund für Pessimismus. Viele Dinge beschleunigen sich exponentiell. Eben, viele schlechte Dinge beschleunigen sich exponentiell. Andererseits, viele gute Dinge beschleunigen sich auch exponentiell. Und das heißt, insbesondere immer mehr Menschen sehen ein, dass es schlimme Probleme gibt. Beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Vor 5 Jahren, die Mehrheit der Amerikaner glaubten nicht an Klimawandel. Mhm. Heutzutage mehr als 70% der Amerikaner glauben an Klimawandel und auch sind davon überzeugt, dass Ursache des Klimawandels ist das, was wir Menschen tun und dass es nicht ein natürliches Phänomen ist. Das gibt Grund zum Optimismus. Auch ein anderer Grund zum Optimismus ist, dass die großen Geschäfte, vor 20 Jahren galten die großen Geschäfte wie die Ölgeschäfte und als unter den schlimmsten Spieler auf der Planete. Aber in den letzten 20 Jahren immer mehr große Geschäfte haben eingesehen, einerseits, dass ihr Geschäft, ihr Profit, ihr Gewinn von der Welt abhängt und Geschäfte wie Chevron und Coca-Cola und Walmart
bemühen sich sehr, Weltprobleme ernst zu nehmen. Das ist Grund zum Optimismus. Also kurz gesagt, exponentiell steigen die Probleme. Wir befinden uns in einem Pferderennen. Das Pferd der Vernichtung schreitet exponentiell immer schneller. Das Pferd der Hoffnung läuft immer wieder schneller, exponentiell. Wir wissen nicht, welches Pferd den Wettlauf gewinnen wird. Ich kann nur sagen, dass innerhalb 30 Jahren entweder wir den Wettlauf gewonnen haben oder es wird zu spät sein, weil der Verbrauch der Ressourcen wie Wälder und Fischbereit und Fischbestand wird nicht zu überwinden. Entweder vor dem Jahre 2050 haben wir eine Ökonomie, die auf die Dauer die nachhaltig ist. Nachhaltig. Sustainable. Oder wenn wir es nicht mit dem Jahre 2050 geschafft haben, dann wird es zu spät. Leider, ja, das tut leider, glaube ich, dass es wahr ist. Ja. Sind Sie manchmal darüber auch traurig, dass Sie haben so viele Kulturen studiert, wie sie aufsteigen, wie sie fallen und wie sie sich regenerieren, und Sie sagen, auf eine Art und Weise ist die größte Bedrohung heute, dass nicht eine Kultur kaputt geht, sondern wir sozusagen gleichzeitig einen Kollaps haben, was es bisher in der Menschheitsgeschichte ja nie gab. Es gab, wenn die eine Kultur unterging, kam die andere hoch, und wenn es an einem Ort keinen Weizen gab, dann konnte man von woanders welchen importieren. Aber wenn gleichzeitig überall Hitze und Wassermangel ist, fehlt wirklich die Basis zum Leben. Mhm. Nein, ich könnte traurig sein, aber ich bin nicht traurig darüber, weil in Neuguinea, ich habe lernen müssen, wenn auch immer ich mich in einer schwierigen Lage befinde, weiß ich mich zu betäuben und weiterführen, ohne daran zu denken, was schiefgehen könnte. Heute, ja, die Welt hat große Probleme. Wenn ich mich aber pessimistisch zeige, wer würde sich bemühen, wenn Jared Diamond und andere sagen, es gibt keine Hoffnung? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Hoffnung, vielleicht gibt es wenig Hoffnung. Aber ich muss mich optimistisch behalten, wenn ich andere Menschen überzeugen möchte, mitzuhelfen. Ohne Optimismus gibt es keine Hoffnung. Aber man fasst sich da manchmal an den Kopf. Also Sie haben ja auch dieses Beispiel von einer Insel, die von den Bäumen lebt und die jeden Baum abhaut, und erst als alle Bäume weg sind, kapiert sie, wir haben ein Problem. Und auf eine Art machen wir das Gleiche mit dem Öl und mit den fruchtbaren Böden, die wir kaputt machen, und irgendwann stehen wir da, warum hat uns das keiner gesagt? Ja, es steht alles da drin. Es gibt einen Satz, der mir nicht aus dem Kopf geht, weil ich mich viel auch mit Wissenschaftskommunikation beschäftige. Research shows that showing people research doesn't work. Es ist nicht genug, Menschen nur die Wissenschaft zu erklären. Sie müssen auch emotional und sozial begeistert sein, um eine neue Bewegung zu starten. Mhm. Ist das auch ein Grundproblem von Wissenschaftsvermittlung, dass wir einfach zu abstrakt sind und zu wenig die Menschen begeistern? Klar, wenn die Wissenschaftler die Kurve der steigenden Temperatur auf dem Berg Mauna Kea in Hawaii zeigen, das überzeugt die Wissenschaftler, aber das überzeugt das Publikum nicht. Wenn aber, wie letzten August in Europa, meine Publizisten hier in Frankfurt konnten nicht in Betrieb kommen, weil es zu heiß war und es keine Klimaanlage in Betrieb, das überzeugt. Und ich glaube, dass
die schlechten Erfahrungen, der Klimawandel wird uns überzeugen. Sie haben gesagt, Sie haben ja auch Physiologie gelehrt. Und ich habe in Kinderneurologie gearbeitet, in Child Neurology. Und das gefährlichste Organ des Menschen ist das Gehirn. Also das Gehirn hält nur maximal 41 Grad Celsius aus. Mhm. Wir hatten 42 Grad in Deutschland. Mhm. Das heißt also, es ist offensichtlich, dass wir in einen Temperaturbereich kommen, der für Menschen tödlich ist. Mhm. Warum lässt das so viele Leute immer noch kalt? Oder besser gefragt, wie kriegen wir die Mehrheit überzeugt, dass wir das Problem lösen müssen? Warten Sie noch einen Sommer ab oder zwei. Ich bin ernst. Ja? Sie brauchen in Deutschland noch zwei schreckliche Sommer. Und dafür werden Sie überzeugt. Und wir in den Vereinigten Staaten, wir jetzt, also mein Staat ist Kalifornien, jetzt gibt es viele Waldbrände in Kalifornien. Ja. Ein Waldbrand neuerdings war nur 3 Kilometer von unserem Haus. 2 Jahre her auch 3 Kilometer von unserem Haus. Tausende von Häusern in Kalifornien sind verbrannt worden. In Kalifornien herrscht die Dürre und die höheren Temperaturen. Allmählich wird das auch unsere Bürger überzeugen, dass die Probleme wahr sind. Der Klimawandel ist verschieden in verschiedenen Teilen der Erde, beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Im Westen Kalifornien fällt der Regen ab. Im südöstlichen Teil, in Bundesstaaten Alabama und Florida und Georgia, wird es ein bisschen kälter. Und deshalb ich soll nicht offen sagen, die dummen Republikaner, aber die Konservativen aus dem südöstlichen Teil des Vereinigten Staaten spüren nicht Klimawandel dort, weil in diesem Teil der Klimawandel nicht heißer wird. Aber sie brauchen nach Kalifornien zu reisen oder nach Frankfurt im August zu reisen, um sich überzeugen zu lassen. Ja. Yeah. Wie kriegen wir noch mehr Menschen sozusagen resilient? Also Sie schreiben, es gibt Mechanismen, wie sowohl Menschen als auch Nationen Krisen besser managen als andere. Eine haben wir genannt, das ist erstmal sagen, wir haben eine Krise. Also man muss sich erstmal über die Situation einig sein. Man muss sagen, ja, ich gebe zu, wir haben ein Problem. Dann ist ein nächster Punkt, der für persönliche und auch gesellschaftliche Anwendung taugt, ist, sich Hilfe holen, Hilfe annehmen. Das Absurde ist, dass ja auch, wenn wir nicht zugeben, dass wir ein Problem haben, dann kann auch niemand sozusagen uns mit der Erfahrung oder auch mit dem Wissen beistehen. Was sind noch Tipps, wo Sie sagen, aus Ihrer persönlichen Erfahrung und auch aus dem Studium der historischen Entwicklung von Kulturen, was könnten wir jetzt besser machen als Kulturen, die kollabiert sind? Eines, was wir tun können, ist, die Krisen im Voraus zu sehen oder versuchen zu versehen. Beispielsweise im Land Finnland. Finnland ist ein kleines Land mit 6 Millionen Einwohnern. Und in der Nähe ist Russland, das große, gefährliche Russland, das Finnland schon angegriffen hat und viele Finnländer ums Leben gebracht hat. Die Finnländer wissen, dass sie dürfen keinen Fehler begehen. Und so hat die Regierung von Finnland ein Ausschuss, dazu gehört ein finnischer Freund hier. Diese Gruppe trifft sich jeden Monat zusammen und jeden Monat diskutieren sie ein Problem, das in der Zukunft vielleicht hervorkommt. Als ich dort war, hat mein Freund bei der Begegnung
diskutiert die Möglichkeit, dass das elektrische Netz Finnland gebrochen wird, entweder durch die Russen oder die. Und die Finnen haben also ausgedacht, was tun wir, wenn das elektrische Netz fehlt. Die Finnen sehen im Voraus, weil sie wissen, sie dürfen keinen Fehler begehen. Anderes Beispiel, die Inselstaat Singapur. Singapur ist reich, ist winzig. Die Nachbarn Singapur sind Indonesien und Malaysia, die riesig groß sind. Singapur hängt von Wasserlieferung von Malaysia ab. Singapur kann keinen Fehler machen. Und deshalb, die Regierung in Singapur misst alles genau ab. Als ich da war, hat ein Regierungsbeamter Singapur uns erklärt, dass Singapur dabei ist, Wassergeräte in jeder Wohnung einzustellen, die feststellen, wann ein Klo geleert wird. Und die Nachricht geht direkt in aktueller Zeit geht direkt in ein Regierungsamt ein, weil Singapur kann das Wasser nicht verlieren. Und um vorsichtig zu sein, ja, vermessen sie jedes Mal, dass das Klo benutzt wird. Für Singapur ist das notwendig, für Finnland ist das notwendig und allmählich ist das für die ganze Welt notwendig. Ja, dass wir anders mit Wasser umgehen. Ja. Ja. Sagt Ihnen Viktor Frankl etwas? Der Neurologe in Wien, der hat das Konzentrationslager überlebt und hat dann ein Buch geschrieben about the meaning of life, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er sagt, die großen Faktoren für Resilienz ist Sinn, Sinnhaftigkeit, also a sense of meaning. Mhm. Und dann sagt er, man braucht eine Gemeinschaft, die das Gleiche möchte und einen trägt. Mhm. Und man braucht auch Humor. Kann Humor uns auch helfen in der Situation, in der wir sind? In meiner Erfahrung, also die Mutter meiner Frau war in Auschwitz, der Vater meiner Frau war in einem russischen Lager. Dazu diente das Humor überhaupt nichts. Was hilft ist, was helfen kann, ist die Erfahrung einer Krise, einer schon überwindenden Krise. Beispielsweise England im Jahre 1940, August, September 1940, da kam es um die sogenannte Battle of Britain, wo England in der Luft angegriffen wurde. Und England hat davon Stärke gewonnen, weil die Engländer glauben, wir haben das überlebt, wir können allerlei überleben. Auch in Finnland, die Finnen sagen, wir haben den Winterkrieg gegen Russland überlebt. Es könnte nichts Schlimmes sein. Wir können allerlei überleben. Mhm. Leider sind wir jetzt an einer Zeit, wo immer weniger die Nummer der Engländer, die Battle Britain sich daran erinnern, nimmt ab. Und die jungen Finnen denken nicht an die überwundenen Krise und haben also wenige Vertrauen, dass es uns gelingen kann. Welche Rolle spielt andere Künste, um die Menschen zu motivieren? Also ich weiß, dass Sie selber auch viel Klavier spielen und Ihre Frau auch über ein Klavierstück den Heiratsantrag gemacht haben. Brahms Intermezzo Arthur. Ja. Wenn die Wissenschaft alleine nicht es schafft, sozusagen durchzudringen zu der großen Menge von Menschen, welche Rolle könnten noch andere Künste spielen? Musik oder Theater oder Lieder oder Gedichte? Brauchen wir andere Wege, die Menschen sozusagen zu motivieren? Auch weil wir eigentlich ein Bild brauchen, wenn Sie sagen, 2050 hat sich das entschieden, kriegen wir einen Sustainable Lifestyle hin oder nicht? Wir brauchen ja eigentlich eine Idee, wie wir leben können, ohne immer mehr Konsum und immer mehr Autos und mehr Fleisch und mehr dies und das und mehr Kleidung.
Das braucht aber ja ein kollektives Umdenken. Ich habe Ernst-Ulrich Weizsäcker interviewt und der sagte, das größte Problem ist, dass wir diesen Wachstumsgedanken ganz tief in unserer Kultur drin haben. Und wir brauchen jetzt eigentlich eine Aufklärung, die uns sagt, wir müssen, wenn wir ein schönes Leben haben wollen, loslassen von diesem Gedanken, dass ein schönes Leben nur mit Konsum möglich ist. Und da, glaube ich, brauchen wir sozusagen alle Register auch von den Künsten, oder? Sehen Sie das? Sehen Sie da auch einen Ansatz? Wieder zweierlei. Es gibt ein Buch über die Wirtschaft, wo ein Wirtschaftler auf der ersten Seite geschrieben hat, in einer Welt von begrenzten Ressourcen, die Einzigen, die an die Möglichkeit ewiges Wachstum glauben, sind die Verrückten und die Ökonomen. Die meisten Ökonomen. Und was die Kunst angeht, ich mute es nicht der Kunst zu, uns vom Klimawandel zu retten. Für mich ist die Kunst wichtig, um dem Leben Bedeutung zu geben. Ja, stimmt. Ich widme viel Zeit zur Musik. Ich spiele noch Klavier, ich spiele in Kammermusikgruppen. Ich denke, dass, wenn auch immer ich in den Ruhestand übergehe. Wann haben Sie das vor, mit 103? Also, mein Mitarbeiter Ernst Mayr hat seinen 100. Geburtstag dadurch gefeiert, sein letztes Buch zu veröffentlichen. Ich habe jetzt, ich habe es nicht vor, in Ruhestand zu gehen. Aber wenn, dann würde ich mich den Kantaten von Johann Sebastian Bach widmen, weil Johann Sebastian Bach 220 Kantaten geschrieben hat. Und ich habe nicht Zeit genug gehabt. Ein paar Mal habe ich angefangen, jedes Kantate anzuhören und Notizen darüber zu schreiben, aber ich habe nicht Zeit genug. Und wenn ich aufhöre, Bücher zu schreiben, dann werde ich mehr Zeit an Johann Sebastian Bach geben. Aber das ist ja einerseits Zeit, die man als sehr sinnvoll und erfüllt erlebt und gleichzeitig Zeit, die nicht an Konsum und an Ressourcenverbrauch hängt. Ja. Insofern könnten die Menschen, wenn sie wieder entdecken, wie viel Freude sie haben, auch in einem nicht materiellen Sinne, auch diesen entscheidenden Schritt nach vorne gehen, zu sagen, wir brauchen eigentlich nicht ein ständiges Wachstum, weil im Körper ist ein ständiges Wachstum Krebs. Das ist sozusagen, wenn etwas ohne Rücksicht auf die Grenzen wächst im Menschen, ist das auch keine gute Nachricht für das Überleben des Organismus. Sind Sie selber auch eine aussterbende Art? Sind wir so? Nein, Sie, als Mensch. Werden wir sehen. ich kenne nicht viele, die so ein breites Portfolio haben von Gedanken. Und deswegen frage ich mich, wie kriegt man noch mehr Menschen sozusagen, die in so einer Bandbreite auch denken können, an den Start? Das stimmt. Und das Universitätsleben zwingt uns, Spezialisten zu werden. Ich kriege Gehaltserhöhungen für meine Gallenblasenforschung, nicht für andere Dinge. Und Beispiel, als ich in der Abteilung für Medizin war, jedes vierte Jahr wurde ich abgeschätzt und ich kriegte entweder Gehaltserhöhungen oder nicht. Glücklicherweise hatten meine Kollegen nicht gemerkt, dass ich viel Zeit den Vögeln Neuguineas widmeten, weil meine Schriften über die Vögel Neuguineas kamen nicht in den Zeitschriften für die Gallenblase an und sie haben es nicht gemerkt. Als aber ich im Jahre 1998 nach der Veröffentlichung meines Buches Armes Reich, als Armes Reich den Pulitzer-Preis gewonnen hat, dann haben meine Kollegen
Gmer, Jared macht etwas anders als die Gallenblase. Wir geben ihm kein Gehalt erhöhen. Gott sei Dank, der Chef meiner Abteilung war nicht darüber einig. Sie müssen mir noch erzählen, worin die Faszination von den Vögeln besteht. Oh, Weil Sie sagen, Sie beginnen eigentlich den Tag immer, indem Sie einen Birdwalk machen. Hatten Sie heute schon einen Vogel hier in Frankfurt gehört oder gesehen? Natürlich, überall Meeresvögel. In Deutschland habe ich Bachstelzen und verschiedene Entenarten und Gänse und Krähe und Dohlen und Elstern identifiziert. Aber ich habe absichtlich mein Ferngläser auf diese Reise nicht mitgebracht, weil ich wusste, ich hatte anders zu tun. Ich hab mich in die Vögel mit 7 Jahren verliebt. Plötzlich eines Tages sah ich eine Gruppe Vögel und ich wollte spontan die Vögel identifizieren. Es war Liebe am ersten Blick, wie auch mein Sohn Max für die Schlangen Liebe am ersten Blick entwickelte. Was finde ich zauberhaft mit den Vögeln? Alle die Vögel mögen. Die Vögel sind die Tiere, die uns am meisten ähnlich sind, indem die Vögel die Welt durch Sicht und durch Gehör spüren, okay. Wegen die Säugetiere im Großen und Ganzen die Welt durch Geruch. Aber wir Menschen sind nicht auf Geruch eingestellt. Also wir spüren die Welt in einer Weise ähnlich, wie es die Vögel tun. Und auch für mich zauberhaft ist, dass die Vögel können fliegen. Für mich, besonders als Kind, war das Leben schwierig. Es war schwierig, das zu lösen oder das zu lösen. Aber die Vögel fliegen. Sie lösen die Probleme einfach durch Wegfliegen. Und deshalb bewundere ich die Vögel. Für die Vögel ist es so leicht. Ich glaube, man kann, wir sitzen hier in einem Museum, was auch einerseits die Vielfalt, die Diversity hochhält. Auf der anderen Seite, wenn man nicht gerade so ein ambitionierter Tierliebhaber ist wie Sie, hört man immer wieder von Arten, die aussterben und man hat die vorher gar nicht gekannt. Und dann denkt man, naja, vermisse ich diese Art nicht wirklich. Also ich glaube, man kann nur das schützen, was man auch schätzen kann. Also das, was man liebt, das kann man schützen. Aber wenn wir keinen direkten Kontakt mehr haben zur Natur, dann verstehen wir auch gar nicht, wie sehr wir als Menschen von ihr abhängen. Also gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Und unsere Nahrungsketten hängen ab von Insekten. Und die meisten Menschen denken, wieso, ich habe doch einen Supermarkt. Ich muss mich doch nicht um Insekten kümmern. Verstehen nicht, dass das, was im Supermarkt steht, das Endprodukt ist von etwas, was wir alle nicht geschaffen haben selber. Mhm. Also wie könnte man jungen Menschen, oder wie haben Sie es bei Ihren eigenen Kindern gemacht, dass die so einen Sinn für den Schatz der Natur haben? Weil den braucht es erstmal, damit wir dann auch anders mit ihr umgehen, glaube ich. Die teure Methode ist, die Kinder nach Afrika zu bringen. Und zwar, wir haben unsere Kinder mehrmals nach Afrika gebracht. Aber für viele Menschen ist es nicht möglich, die Kinder nach Afrika zu bringen. Was sie tun können, ist, die Kinder in ein Museum zu bringen und die Kinder in einen Tiergarten zu bringen. Über die Tiergarten wird beschritten, ist es nicht traurig, Elefanten, Schimpansen in einem Tiergarten, in einen Käfig zu bringen. Tatsache ist, dass die meisten Menschen die Tiere im Tiergarten kennenlernen, weil sie nicht das Geld haben, nach Afrika zu fahren. Und ja, für einige Elefanten, für einige Schimpansen ist es traurig, aber dafür gewinnen die große Mehrheit der Menschen Gefühl, Verständnis für die Schimpansen. Die Schimpansenforscherin Jane Goodall hat mich einmal gefragt, wenn der Mensch die intelligenteste Art ist, die jemals auf dem Planeten Erde gewohnt hat, warum zerstört er dann sein eigenes Zuhause? Was hätten Sie ihr gesagt auf diese Frage? Warum sind wir so doof?
warum sind wir so dumm? Es gibt vielerlei Erklärungen für die Dummheit. Die Erklärung für die Dummheit. Die Idealen, die Gesichtspunkte, die uns daran verhindern, etwas zu bemerken. Dann. Was meinen Sie damit? Ja, besonders kommen wir an meine beliebten Republikaner zurück. meine beliebten Republikaner glauben, dass die Wissenschaft nicht stimmt, dass dass die armen Leute arm sind wegen ihrer Schuld, dass USA überhaupt das Beste ist und das, was draußen in anderen Ländern passiert, ist nicht wichtig. Die sind Gesichtspunkte und die Gesichtspunkte öfters machen es uns schwierig zu bemerken. Wenn ich glaube, dass ich mit Recht reich bin, dann merke ich nicht, dass es viele arme Leute dort geben. Und Sie sagen ja auch, eigentlich müssten wir jetzt anfangen umzuverteilen, damit Menschen zum Beispiel auch in Afrika vor Ort leben können und nicht 1 Milliarde Menschen nach Europa und in andere Länder muss, weil sie dort, wo sie sind, gar nicht mehr leben können. Also Reichtum teilen ist evolutionär auch nicht in uns angelegt, oder? Wir sind sozusagen get what you can, oder? Das stimmt. In der Vergangenheit, in den reichen Ländern, bemühten sich die Europäer und die Amerikaner nicht, Armut in armen Ländern zu lösen. Aber eben wie eine Hitzewelle in Deutschland viel hilft, den Deutschen Verstand für Klimawandel beizubringen. Auch das, was die Menschen in armen Ländern jetzt uns antun können und uns Schwierigkeiten verursachen, das hilft uns einzusehen, dass wenn wir die armen Länder helfen, tun wir das nicht, weil wir edel und wunderbar sind. Wir tun das, um uns zu helfen, weil auf unserem Planeten, unserem globalisierten Planeten, es ist nicht mehr möglich, dass Armen und Reichen zusammen auf demselben Planeten wohnen können. Die Armen jetzt sind imstande, ihre Wut uns mitzuteilen, entweder durch die Terroristen oder durch die Krankheiten oder durch die Einwanderung, die unaufhaltbar ist. In Europa, also in den Vereinigten Staaten, haben wir genug Probleme mit der Einwanderung. Aber meiner Meinung nach ist das Problem der Einwanderung weit schwieriger in Europa, weil nah an Europa ist das Kontinent Afrika mit 1,5 Milliarden Menschen, die arme sind als die Menschen Süd- und Zentralamerikas. Und die Abstände sind weniger. Und auch hat Europa die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, als ihr gesagt habt, nie wieder. In Amerika haben wir nicht das Gefühl, nie wieder. Deshalb ist die Einwanderung ein schwierigeres Problem für Europa als für die Vereinigten Staaten. Aber die Einwanderung wird es geben, bis Afrika ungefähr so reich aus Europa ist. Und das ist möglich. Was soll man billig tun, um die Armut in Afrika zu verwenden? Öffentliche Gesundheit. Eine große Erklärung für die Armut in Afrika sind die Krankheiten wie Malaria und andere Krankheiten. Es kostet nicht viel, Malaria auszurotten. Man schätzt das mit weniger als 30 Milliarden von Euros am Jahr, man Malaria und AIDS in der ganzen Welt ausrotten könnte.
30 Milliarden Euro, das, das ist wenig. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, wo ein amerikanischer Ökonom sagte, wir brauchen auch nur 1% von dem Weltvermögen, um die Energieversorgung auf Erneuerbare umzustellen. Also für Renewable Energy. Wir brauchen 1%. Und deswegen nochmal die Frage, warum sind wir so doof, wenn es noch nicht mal uns wirklich viel kostet, das einfach zu tun? Ja. Wieder kommen wir auf die Frage zurück, warum machen die Menschen dumme Dinge? Warum ist mir mein erstes Ei zusammen, zusammengebracht? Warum machen wir dumme Dinge? Mangel an Erfahrung, Kurzsichtigkeit. Es sind viele Menschen, Millionen, Milliarden von Menschen, die Geld gewinnen durch den Verkauf des Öls. Und natürlich streben sie sich dagegen, Ölverbrauch zu vermindern. Also Selbstinteresse ist ein großer Grund dafür. Aber auch die Leiter der Ölgesellschaften haben Kinder. Und die Kinder, ja, ein Freund von mir, der Geschäftsmann war, der machte sich wenig Sorgen über den Stand der Welt, bis eines Tages seine junge Tochter zu Hause kam. Sie hat etwas in der Schule gelernt und sie fragte, Daddy, was hast du heute getan für die Umwelt? Und okay. Mein Freund hat erwidert, gar nicht, die Umwelt ist kein Problem. Und die Tochter ist in Tränen ausgebracht und sagte, Daddy, ich hasse dich und ich will nicht mehr mit dir zu tun haben. Das hat den Vater imponiert. Ja. Das ist ein schöner Bogen, weil Sie sagen, auch die globalen Fragen beginnen dann auch, wenn man persönlich betroffen ist. Ja. Eine Frage noch muss ich loswerden, die Catherine Wilkinson, die hat dieses Buch Drawdown, The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Stop Global Warming, und sie sagt, wir brauchen dringend ein Shift towards the woman. Also wir brauchen mehr Bildung für Frauen, wir brauchen mehr Möglichkeiten, dass Frauen in Städten auch sozusagen ihre Talente ausleben können, dass sie wissen, wie Fruchtbarkeit funktioniert, wie sie selber weniger Kinder bekommen können, wenn sie wollen. Ist das auch ein ganz wichtiger Baustein für die Hoffnung, dass mehr Mädchen heute sozusagen Zugang zu Bildung kriegen und zu Fertility Control? Ja, hier sind zwei Extreme. Da wir unsere japanischen Verwandten haben, kenne ich Japan und Korea einigermaßen gut. Und ich bin eben in Korea und Japan gewesen, vorletzte Woche. In meinem Verlag in Korea waren die meisten Angestellten Frauen. Die sind jungen Frauen, die sind sehr klug. Und die meisten sagten, ich will nicht heiraten. Warum? Weil ich die Männer Koreas helfen nicht im Haus, oder wenn sie im Hause helfen, ist ihre Hilfe von wirklich nicht hilfreich. Besser helfen sie nicht und lieber heirate ich nicht. Deshalb im vorletzten Jahr fing die Bevölkerung Japans abzusteigen zum ersten Mal. Das eine. Das andere ist, dass im Land Bangladesch, Bangladesch gehört unter den ärmsten Ländern der Welt. Trotzdem, als Pakistan sich gespaltet hat in Pakistan im Westen und Bangladesch im Osten, in Bangladesch jetzt ist die Bevölkerung fast stabil, in Pakistan dagegen nicht. Und warum ist die Bevölkerungszahl in Bangladesch stabil? Weil die Geschäfte vom Westen in Bangladesch, die in den Betrieben Frauen als Arbeiter
gefunden haben. Und die Frauen werden nach unseren Verhältnissen wenig bezahlt. Es sind viele mehr Liberalen in den Vereinigten Staaten, die darauf losschimpfen. Sie zahlen eine Frau in Bangladesch, die in einer Fabrik arbeitet, nur $3 am Tag. Das ist ein Frevel, das ist sehr, sehr wenig. Aber mit $3 am Tag, zum ersten Mal im Leben, hatten die Frauen in Bangladesch ihr eigenes Geld. Und was wollten sie mit dem eigenen Geld? Familienkontrolle, Geburtsmittel kaufen, unabhängig von dem Mann. Und deshalb, weil die Frauen in Bangladesch arbeiten mit €3 am Tag. Trotzdem mit €3 am Tag sind sie imstande, Geburtskontrolle auszuüben. Und deshalb wird die Bevölkerungszahl in Bangladesch fast stabil. Das gibt mir Hoffnung. Also dann sind wir weißen alten Männer die aussterbende Art. In Kalifornien, wirklich, in meinen Klassen sind die Asiater die Mehrheit. An der Universität von Kalifornien zu Berkeley sind die Asiater in der ganzen Universität die Mehrheit und der Kanzler ist Asiater. Warum die Asiater, die in die USA eingewandert sind, glauben an die Wichtigkeit der Erziehung? Ich habe viele Studenten aus Vietnam, die zu uns nach dem Krieg in Vietnam gekommen sind. Und die Geschichten, die persönlichen Geschichten, sind sehr emotionell. Sie kamen in die USA an, konnten nicht Englisch sprechen, hatten wenig Geld, aber die Eltern haben es bestimmt. Vor dem Abendessen, alle Kinder machen die Hausarbeit für die Schule und wir essen nicht, bis die Schulenarbeit fertig ist, mit dem Ergebnis, dass nach 3-4 Jahren meine vietnamesische Studentin erst in der Klasse stand, hat Eintritt in die Universität von Kalifornien gewonnen, hat dann die 5 Brüder und Schwestern geholfen, Eintritt in die Universität von Kalifornien zu gewinnen, ist in die Schule für Medizin gegangen. Sie bemühen sich, die schätzen sehr die Ausbildung. Ich habe Ihnen ein Buch mitgebracht. Weil ich habe einen Podcast gehört, wo Sie erzählt haben, welche Musikstücke und welche Bücher Sie am meisten lieben und haben auch bei einem Kinderbuch angefangen. Und ich weiß, dass Sie so Vögel lieben und ich bin auf ein Buch gestoßen, das ist out of print, aber ich habe ein Copy noch bekommen. Das heißt Der Wert eines Vogels. Oh. Und das ist von einem Menschen, Friedrich Fester, der auch so wie Sie ein Querdenker war in Deutschland. Und der Witz ist, dass man am Anfang nur einen sehr kleinen Ausschnitt sieht von dem Vogel. Und dann ist die Frage, was wäre der Wert von dem Vogel? Und der Materialwert ist nicht besonders hoch. Das ist ein bisschen Kalzium in den Knochen und ein bisschen Mineralien. Und mit jeder Seite versteht man, dass er viele Funktionen hat, die seinen Wert jedes Mal erhöhen. Und am Ende merkt man eben, dass dieser Vogel so viel mehr leistet als sein Materialwert. Und dieses Buch hat mir damals als Kind so die Augen geöffnet. Und bis hin eben auch zu der Frage, was wir verlieren, wenn wir diese ganze Komplexität und diese Diversität nicht mehr haben. Von dem Gesang, von der Musik, von der Erholung bis hin eben zu der ganzen Arbeit in der Futterkette. Und am Ende ist er eben letzten Endes viele, viele tausend Dollar wert oder Euro. Und ich frage mich, warum es dieses Buch nicht heute nochmal gibt. Weil ich finde, das macht einem so schlagartig klar, wie viel Wert wir nicht sehen, wenn wir nur auf das Detail gucken. Und deswegen dachte ich, vielleicht haben Sie Freude an, dann schenke ich es Ihnen. Vielen Dank. Ja, noch ein Beispiel dafür ist, dass im Bundesstaat, in einem Bundesstaat in Texas,
oder Osten oder Houston gab es viele Fledermäuse. Und die Menschen haben Angst vor den Fledermäusen. Aber die Fledermäuse fressen so viele Insekten auf, als es allmählich bekannt wurde, wie viele Insekten die Fledermäuse fressen, hat die Stadt Austin ihre Fledermäuse strengstens beschützt, weil sie wert sind. Die sind wert ökonomisch, in einem rein ökonomischen Sinn, aber sie sind auch wert, um das Leben zu bereichern, reicher zu machen. Schön. Sie haben unser Leben reicher gemacht mit Ihren Gedanken, mit Ihren Büchern. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Jared Diamond. Vielen Dank, vielen Dank. Hat euch das Gespräch mit Jared Diamond aus dem Senckenberg-Museum in Frankfurt gefallen? Dann abonniert doch Hirschhausen zu Hause den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und wer ein Anhänger der etwas unterschätzten Printkultur ist, bei aller Digitalität, dem empfehle ich das Stern Hirschhausen Gesund Leben Abo. 3 Ausgaben für die Hälfte lesen können und sich dann entscheiden, ob das was ist für euch. Mehr Futter für Hirn und Geist gibt es dann entweder per Post oder auf diesem Kanal nächste Woche Freitag ab 12. Da treffe ich Dirk Steffens. Dirk Steffens habe ich am Rande der Terra X Show im ZDF getroffen. Er ist einer der großen Erklärer der Artenvielfalt, hat inzwischen seine eigene Stiftung auch gegründet und ist ein toller Kollege. Und warum Artenvielfalt und menschliche Gesundheit ganz eng zusammenhängen, darüber nächste Woche mehr in diesem YouTube-Format zugunsten von einer gesunden Erde mit gesunden Menschen. Euer Eckart.